Früher bin ich oft zuhause vor dem Fenster gehockt und habe den Engadiner Berge gezeichnet. In den gleichen Bergen habe ich meine Leidenschaft für Snowboard entdeckt. Trotzdem sind Snowboarden und Kunst für mich lang zwei verschiedene Welten geblieben. In den letzten Jahren habe ich immer mehr angefangen, Parallelen zu sehen. Schlussendlich ist es in der Kunst und im Snowboarden das Gestalten von Bewegungen. Die nehmen eine Form an, die bei jedem Menschen unverkennbare Handschrift hat. Eine grosse Inspiration für meine Kunst ist auch mein Freund, der Linus. Bei vielen Projekten tun wir uns gegenseitig unterstützen. Für mich ist es sehr spannend, hier in Stuhl allein zu gestalten. Überlegen, über welches Obstacle könnte man welchen Trick machen. Das Spezielle an dieser Line ist, dass wir alles Altes oder Abfallmaterialien brauchen. Wie das Bauen aus den recycelten Materialien sollte auch das Fahren von dieser Line Kreativität fördern. Ich möchte so auch zeigen, dass nicht immer alles muss neu gekauft werden. Alte Sachen können genauso viel Freude bereiten, wenn man sich Zeit nimmt, sie neu zu gestalten. Für mich ist es schön, hier in Stuhl etwas zu realisieren und das mit den Leuten von hier zu teilen. Wie auch junge Generationen inspirieren und motivieren, ihre Träume zu verfolgen. Im White Cube von der Natur auf meinem eigenen Bild snowboarden können, ist für mich selber eine Verwirklichung von einem Traum.